Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast 5 Question Friday. Dem Podcast, in dem ich 5 praktische und empathische Fragen stelle, die euch in eurem Leben weiterhelfen sollen. Mein Name ist Silas F., ich bin euer Host und mein heutiger Gast ist Tobias Gley. Tobias Gley ist der Gründer von den Getaway Days, Sprecher auf großen Konferenzen mit mehreren tausend Teilnehmern, Autor von 2 Büchern und Familienvater. Tobias Ziel war es, Profisportler zu werden, bis sich auf einmal alles geändert hat. Folgende 5 Fragen wird er uns heute beantworten. Erstens, wie wird man erfolgreicher Sportler? Zweitens, warum kommen viele Menschen in eine Lebenskrise, wenn die Karte, auf die sie alles gesetzt haben, plötzlich nicht mehr da ist? Drittens, wie überwindet man so eine Krise? Viertens, wie hast du dich durch deine Lebenskrise verändert? Und fünftens, was ist das Wichtigste, das du in deinem Leben gelernt hast? Ich freue mich natürlich immer über eine positive Bewertung, egal auf welcher Plattform ihr diesen Podcast gerade hört, und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zum 5 Question Friday Podcast, der Podcast, in dem ich 5 praktische und empathische Fragen stelle, die euch inspirieren und in eurem Leben weiterhelfen. Und an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast, Tobias Gley. Schön, dass du hier bist, Tobias. Ja, vielen Dank du für die Einladung. Ja, Tobi, ich kenne dich oder du kennst mich wahrscheinlich schon länger, als ich dich kenne. Du warst früher oft bei unserer Familie und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir saßen öfters im Wohnzimmer und ich war damals schon ein richtig großer Fan von dir. Und von dem, was ich begeistert war, waren deine großen Muskeln. Also wenn ich eins gesehen habe oder eins gewusst habe, wenn du gekommen bist, wow, da kommt der mit den Muskeln. Ich glaube, du hast damals auch noch ein bisschen mehr Sport gemacht als heute. Also nicht, dass du jetzt weniger muskulös wärst, aber ich habe einfach so das Bild von dir gehabt, dass du dieser große, starke Mann warst. Und inzwischen sind viele Jahre vergangen, ich glaube 15 bis 20 Jahre. Du warst damals so alt, wie ich jetzt alt bin, so 22, 21. Genau. Und du hast inzwischen die Getaways mitgegründet. Du, also es ist ein gemeinnütziger Verein. Des Weiteren bist du viel als Sprecher unterwegs, auf Konferenzen, auf Jugendveranstaltungen. Und du hast auch 2 Bücher geschrieben und eine Familie gegründet. Und ich freue mich total, dass du heute da bist und ein bisschen mehr von dir und deiner Mission erzählst. Und einfach kurz am Anfang, dass du dich nochmal ein bisschen selber vorstellst. Wer bist du und was machst du? Okay. Ja, also ich heiße Tobias Gley, die meisten nennen mich Tobi, die meisten Jugendlichen vor allem. Ich bin fast immer glücklich verheiratet mit einer Amerikanerin, die ist aus den Südstaaten in Amerika. Wir sind jetzt schon fast 14 Jahre verheiratet. Wir haben 5 Kinder zusammen und ich sage echt immer bewusst, alle von den Kindern sind gewollt. Wir sind total stolz drauf. Und das, was ich so mache, ist einfach viel rumreisen, um Menschen letztendlich das weiterzugeben, was mein ganzes Leben geprägt und verändert hat, so in den letzten Jahren, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Das hört sich richtig gut an. Tobi, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen und noch mehr von dir erfahren und über deine Mission, gibt es so eine kleine 5-Question-Friday-Tradition. Nämlich gibt es 5 angefangene Sätze, die du beenden wirst. Und wenn du die dann beendet hast, begründest du noch kurz, warum du den Satz so beendet hast und es so gewählt hast. Okay. Als kleines Beispiel, ich esse gerne Eis. Und warum ist das so? Kurz im Satz begründen. Das ist süß, das lässt sich immer gut essen und ich kann das zu jeder Tages- und Nachtzeit essen. Ja, super, genau. Also einfach kurz, prägnant und spontan antworten. Und jetzt kommen die 5 angefangenen Sätze. Satz Nummer 1 ist, ich bin eindeutig ein Mann. Und ich bin deswegen ein Mann, weil ich einfach so geschaffen wurde und weil ich das in ganz vielen Dingen merke, dass ich ganz anders ticke wie meine Frau zum Beispiel oder wie andere Frauen. Cool. Dann der 2. angefangene Satz. Meine Arbeit ist? Meine Arbeit ist eine Berufung. Meine Arbeit ist eine Berufung, weil ich nicht nur nach Stunden arbeite oder nach Bezahlung arbeite, das ist für mich eigentlich eher Nebensache, sondern die hat einen viel, viel größeren und höheren Sinn. 3. Manchmal ist alles? Scheiße. Manchmal ist das Leben echt hart und man fragt sich, warum macht man das, was man macht, aber immer wieder findet das klare Ja dazu. Finde ich cool. Also ich denke, jeder hat mal so eine Phase. Und 4. Ich würde gerne einmal Ich würde gerne mal nach Tasmanien gehen.
Tasmanien ist das Land, wo mein allerbester Freund herkam. Der ist verstorben vor ein paar Jahren und es war immer ein großer Traum, den mal zu Hause zu besuchen und mit dem gemeinsam Wellen zu reiten. Cool. Kurz, wo liegt Tasmanien, wenn wir auf den Globus schauen? Ja, das ist noch ein bisschen weiter weg wie Australien. So eine kleine Insel in Anführungszeichen. Alles klar. Dann der fünfte angefangene Satz und der letzte. Es wird langsam Zeit, dass... Es wird langsam Zeit, dass ich wieder ein bisschen mehr Sport mache. Alles klar, damit du wieder zu den Muskeln kommst. Genau so. Genau. Und damit sie nicht ganz verschwinden. Ja. Und jetzt nochmal fünf Sachen und diesmal entscheidest du dich entweder oder. Also aha. Beispiel Hund oder Katze? Hund. Alles klar. Du brauchst es auch nicht zu begründen. Du sagst einfach kurz, was du denkst oder was du besser findest. Alles klar. Erstens, Strandhaus in der Karibik oder Berghütte in den Alpen? Berghütte in den Alpen. Zweitens, mit 10 Menschen in einer Wohnung leben oder für immer alleine? Mit 10 Menschen in einer Wohnung. Alles sagen, was du denkst oder nie mehr etwas sagen können? Alles sagen, was ich denke. Das ist eine gute, harte Entscheidung, aber ich denke, ja, bevor man gar nichts mehr sagen kann, definitiv die bessere. Dann viertens, Wladimir Klitschko oder Muhammad Ali? Wladimir Klitschko. Dann fünftens, Profiboxer oder Leichtathletikprofi? Profiboxer. Okay, Profiboxer, das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil als du damals im Alter von 14 angefangen hast mit Sport, war das ja als erstes Leichtathletik und du warst da drin sogar ziemlich gut. Also Leichtathletik, soweit ich weiß, Hochsprung, zweiter in ganz Deutschland und im Zehnkampf einer der besten. Und wie war das für dich damals? Wie hast du angefangen? Muss man da irgendwie ein athletisches Gen haben oder hat es viel mit Disziplin zu tun, dass man sagt, man macht das und ist auch so gut darin? Nee, eigentlich war es, ich habe immer gern Sport gemacht. Meine Eltern sind eigentlich auch relativ sportlich. Und ich habe damals allerdings nie im Verein Sport gemacht oder wirklich aktiv als kleines Kind, sondern einfach so immer gespielt draußen und so weiter. Und dann, als ich auf eine weiterführende Schule kam, das war dann in Öhringen damals, da gab es so eine Leichtathletik-AG. Mhm. Und da habe ich halt mal mitgemacht. Und dann hat der Trainer gleich oder der Lehrer gleich gesagt, ja, er ist auch Trainer da im Verein, ob ich nicht mal in den Verein kommen wollte. Und dann bin ich eigentlich so in der fünften Klasse, also so mit 10, 11 Jahren, habe ich dann angefangen, da in den Verein auch zu gehen. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Okay. Und wie oft hast du da trainiert dann in dem Verein? Also war das also, regelmäßig oft? Oder? Ja, am Anfang hat es so angefangen mit ein, zwei Mal in der Woche. Und für mich war dann aber relativ schnell klar, boah, Sport, das liebe ich einfach. Das ist wirklich so mein Leben ein Stück weit. Und ich hatte dann relativ schnell auch diesen Kindheits- oder Jugendtraum, mal Profisportler zu werden. Und dann habe ich halt richtig angefangen zu trainieren. Ja, und ich meine, viele fangen ja an, sportlich erfolgreich werden zu wollen oder haben diesen Wunsch. Mhm. Aber ich meine, viele schaffen es auch nicht. Und du hattest ja wirklich das Gefühl, Siege einzufahren, immer besser zu werden. Wie war das für dich, als du gemerkt hast, hey, ich kann wirklich was erreichen in der Sportart? Also ich habe gemerkt, zum Schüler- und Anfang-Jugendbereich war noch ganz viel mit Talent. Und ich habe auch gemerkt, ich habe nicht unbedingt das meiste Talent. Es gab immer welche, die waren wesentlich, denen ist wesentlich leichter gefallen, gute Leistungen zu erzielen. Aber was ich dann bei mir relativ schnell gemerkt habe, ich kann mich selber auch mal quälen. Ich bin relativ diszipliniert und wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann bin ich auch bereit, irgendwie das durchzupushen, um dahin zu kommen. Und das war letztendlich das, was mich dann gut hat werden lassen. Also viel trainieren, hartes Training, Willensstärke, ja, und also, Ziel vor Augen. Ja, genau. Und wenn man so ein Ziel vor Augen hat, da geht man vielleicht auch manchmal den Extraschritt und überschreitet seine eigenen Grenzen ein bisschen. Hm. Und manchmal führt es auch zu einer Verletzung oder zum Ausfall. Hm. Du hattest ja dann auch Probleme mit deinem Rücken und das war eine ziemlich harte Sache für dich. Du sagst selber, das war eine Lebenskrise. Wie kam das? Warst du da plötzlich, hattest du im Rücken gemerkt, da geht irgendwie was nicht mehr oder warst du beim Arzt? Wie ist das passiert? Also ich hatte immer mal wieder Rückenschmerzen und habe dann aber eigentlich, es hat sich immer wieder so ein bisschen verlaufen und ich habe das nie richtig ernst genommen. Und je intensiver ich den Sport aber gemacht habe, vor allem dann auch den Zehnkampf, also wo sehr viel einfach mit Springen dabei ist und gerade Hürdenlauf ist sehr beanspruchend für den Rücken, Speerwerfen und so weiter, da ich dann immer wieder wirklich teilweise starke Rückenprobleme bekommen und wirklich solche Verspannungen im Rücken, dass ich mich kaum noch bewegen konnte. Und ich bin dann mal einen Wettkampf noch mitgesprungen, da hatte ich vorher schon starke Rückenschmerzen, also ja. Hochsprung.
Und hatte dann auf einmal solche Schmerzen, dass gar nichts mehr ging. Dann sind wir damals in Italien, war das, dieser Wettkampf. Da sind wir zu einem Arzt gegangen und der hat halt gesagt, in Deutschland musst du wirklich mal zum Arzt gehen, er spritzt mir das jetzt ein, also dass ich keine Schmerzen mehr habe. Und dann bin ich den Wettkampf gesprungen, der ist noch richtig gut gelaufen, aber ich habe gewusst, in Deutschland muss ich jetzt wirklich mal das angehen. Und dann bin ich eben da zum Arzt gegangen und da ist ein Gleitwirbel diagnostiziert worden. Also das ist jetzt keine Verletzung durch den Sport, sondern ganz viele Menschen haben das, aber wenn man nie extremen Sport macht oder extreme Bewegungen macht, kann es sein, man entdeckt das ganz lang nicht. Okay. Ja, also ich stelle mir das richtig krass vor. Ich merke es ja auch schon, ich spiele zum Beispiel hobbymäßig Fußball. Mhm. Und wenn da mal irgendwie Fuß umgeknackst ist und man kann nächste Woche montags nicht mit seinen Jungs kicken, das ist schon so, man hat innerlich die Anspannung. Also wenn man wirklich Sport liebt, wie du es gerade gesagt hast, dann will man ja da immer weitermachen. Und ich meine, bei dir, ich stelle mir das richtig krass vor, du hattest wirklich so den Blick auf eine Profikarriere. Wenn du das wahrscheinlich so weiter betrieben hättest, wärst du einer der Besten in Deutschland wahrscheinlich geworden. Hoffentlich, ja. Hoffentlich. Und jetzt auf einmal, deine Welt bricht zusammen, also für dich. Und viele Menschen, denke ich, setzen auch so alles in ihrem Leben auf eine Karte. Egal, ob das jetzt Sport war, wie bei dir, Geld, Haus, Familie. Plötzlich verschwindet diese Karte, die existiert nicht mehr und die Menschen fallen in ein tiefes Loch. Warum denkst du, ist das so? Ich denke schon, wenn man sein Leben so auf eine spezifische Sache aufbaut und seine ganze Hoffnung da reinsetzt und das auf einmal wegbricht, das ist wie wenn einer einem den Teppich so unter den Beinen einfach wegzieht. Mhm. Und man hat erstmal überhaupt keine Ahnung mehr. Ja, und für was lebe ich jetzt eigentlich? Oder was macht mich aus als Person? Was macht mein Leben aus? Und deswegen, ich kann das total gut nachvollziehen. Wenn Menschen so einfach sich richtig rein investieren, egal in was das ist, das kann eine Beziehung sein, das kann ein Hobby sein, es kann Sport sein, es kann ein Beruf sein. Und das bricht weg. Das ist echt ein Grund, warum man denkt, ja, ist das Leben überhaupt noch lebenswert? Mhm. Als du dann so das verloren hattest, da hast du ja dich auch ein Stück weit von deinen Eltern schon distanziert gehabt. Du wolltest dir nicht mehr viel von ihnen sagen lassen, weil du dich wahrscheinlich auch so ein bisschen in dich selber verkrochen hast. Und dann war es auch so, dass du jemanden kennengelernt hast. Es war eine ältere Frau. Du warst damals 17, sie war, glaube ich, um die 30 und du bist dann zu ihr gezogen. War das so ein bisschen eine Trotzreaktion daraufhin, dass du eben den Sport nicht mehr ausüben konntest oder war das ein Ersatz für den Sport, diese Beziehung? Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell war es einfach so, dass ich immer gegen alles rebelliert habe, was meine Eltern gesagt haben. Und meine Eltern haben mich letztendlich so ein bisschen vor die Wahl gestellt, entweder mit dieser Freundin da zusammen zu leben oder einfach zu Hause weiterhin zu leben. Und für mich war das damals klar, bei meinen Eltern, da hält mich nichts. Und dann bin ich damals ausgezogen und mit dieser Freundin zusammengezogen. Es war eher so, ja, einfach, ja, das, was meine Eltern wollen, das interessiert mich nicht. Ich mache einfach mein Ding. Okay. So war ich immer in meinem Leben. Also das hatte damals eigentlich nichts so zu tun mit dem Sport. Also ich hatte zwar den Zehnkampf aufgehört, habe dann aber noch eine Zeit lang am Diskus geworfen. Und beim Diskuswerfen ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Also ich war zwar nicht total erfüllt durch meinen Sport, aber ich habe schon wieder irgendwie gemerkt, ja, zumindest erfolgreich kann ich trotzdem sein, auch wenn ich nicht mehr genau das machen kann, was ich bis dahin gemacht hatte. Jetzt, du warst bei der Frau, die 30 Jahre alt war. Ich stelle mir das so vor, mit 17 Jahren, das ist ja, da lebt man eigentlich so noch seine Männlichkeit aus, sage ich mal. Man geht raus, man ist draufgängerisch. Und plötzlich, also die Frau hatte ja auch schon Kinder, plötzlich übernimmt man auch so ein Stück weit die Verantwortung als Vater. Wie kann das ein 17-Jähriger schaffen? Also ist es überhaupt möglich, so viel Verantwortung zu übernehmen oder in so eine Lage zu kommen und das durchzustehen? Also man muss vielleicht dazu sagen, sie hat wesentlich jünger gewirkt als die 30 und ich war von meiner Art her, weil ich immer ältere Freunde hatte, wahrscheinlich auch vom Kopf her und so schon ein bisschen weiter, auch durch den Sport, durch das viele einfach Dinge entbehren, um Ziele zu erreichen und so weiter. Das war für mich nichts Neues und ich habe am Anfang gedacht, ja, cool, ich habe immer Kinder gemocht, ich habe immer Kinder geliebt und dann in der Beziehung habe ich gedacht, ja, gut. Am Anfang hatte ich es nicht ganz verstanden oder überrissen, so vom Kopf her, aber was das eigentlich bedeutet, dann zu ihr zu ziehen. Und ich habe das meistens wirklich gern gemacht, auf der anderen Seite habe ich schon sehr daran geknabbert, ja, das sind nicht meine eigenen Kinder, das sind Kinder von irgendeinem Mann und ich war da oft so hin und her gerissen. So auf der einen Seite wollte ich
wollte ich in die Kinder investieren und, und wollte ich ihnen ein Stück weit Vaterersatz sein. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, manchmal hat es mir einfach gar nicht interessiert, weil ich war selber noch jung und ich hatte meine Ziele und mein Drive so für das, was mir wichtig war. Und das war oft so ein Spannungsfeld. Und meistens habe ich mich dann doch dafür entschieden, mich um mich selber zu trennen. Okay. Und du hast dann auch relativ schnell wieder mit Sport angefangen, diesmal mit Boxen. Mhm. Das war diesmal, du hast gesagt, Leichtathletik, das war so ein gutes Umfeld. Damals, wie du angefangen hast, mit guten Leuten, Menschen. Jetzt warst du beim Boxen, das war so ein bisschen ein anderes Umfeld. Ja, und bist du da so ein Stück weit reingeflüchtet, hast dich deiner, sage ich mal, nicht Verantwortung entzogen, aber hast du gedacht, Mensch, jetzt brauche ich mal wieder was richtig, wo ich eins draufsetzen kann. Ja, also ganz so war es nicht. Also es war wirklich so im Leichtathletik, das Diskuswerfen war einfach eher fad. Einfach. Das ist ein sehr technischer Sport, musst viel Krafttraining machen. Das fand ich immer total langweilig. Ich war nie so richtig körperlich ausgepowert und ausgelaugt. Und ich habe damals mit der Frau halt viel überlegt, welcher Sport könnte ich sonst noch machen, wo ich so erfolgreich werden könnte, dass ich noch was erreiche im Leben. Und da fällt ja schon viel raus, wenn du fast 18 bist. Und sie hat mir das mal vorgeschlagen, da einfach mal zum Boxen zu schauen. Bin ich nach Neckarsulm gefahren ins Training und da hat einer aus der ersten Bundesliga das Training gemacht. Und ich war einfach fix und fertig danach und habe gewusst, genau das ist es. Das ist die neue Herausforderung, die ich einfach brauche im Leben. Und also jetzt warst du dort in diesem Sportverein und die Leute, die Menschen, mit denen du da auch zu tun hattest, das waren ja, hast du gemeint, die hatten keinen so guten Einfluss mehr auf dich. Und du hattest dann auch Probleme mit der Polizei in der Zeit. War das, weil du einfach so damit reingezogen wurdest oder war das auch noch so mit in deiner Rebellionsphase? Ja, man, ich habe halt keine anderen Leute mehr in meinem Leben gehabt, die mich so geprägt haben oder mit denen ich so rumgehangen bin. Es war überwiegend eben diese Frau und das waren eben diese Leute aus dem Boxen. Das waren ganz viele Leute mit Migrationshintergrund oder ja, die teilweise auch schon selber viel Blödsinn gemacht haben. Und mit denen bin ich halt rumgehangen und wenn dann abends mit denen fortgehst, klar, dann ziehst du ein bisschen mit. Und wir haben dann immer, ja, wir haben halt viele Leute provoziert und gewartet, ob da irgendwann einer Schlägerei anfängt. Weil wenn du als Boxer oder als Kampfsportler Schlägerei anfängst, dann kriegst du echt Probleme, weil das anders bewertet wird, wie wenn einer Schläger, der keinen Kampfsport macht, kriegst da Lizenz entzogen und so weiter. Und wir wussten, so, wir dürfen nicht anfangen, aber wir können so lange provozieren, bis die anderen anfangen und dann gib ihm. Und dann, ja, mal immer viel Stress verursacht. Ja, also ich ziehe mich lieber zurück oder ich würde mich auch schon verteidigen, aber selber einen Streit anfangen, das war nie so meine Mentalität. Mhm. Aber von daher, ich kann dich auch ein Stück weit verstehen. Also das hat schon Reiz oder gibt auch einen Kick. Ja, vor allem wenn du als Clique unterwegs bist, gell, da entwickelt sich so Dynamik auch in Clubs oder Diskos, wo wir waren. Das war einfach. Heute, wenn ich zurückschaue, war es einfach dumm. Mhm. Aber damals haben wir gedacht, wir sind die coolsten. Ja, klar. Mhm. Und hast du damals schon so erkannt, dass es so eine Abwärtsspirale ist? Oder hast du das so gesehen überhaupt, dass es irgendwie dich immer weiter runterzieht? Also am Anfang überhaupt nicht. Vor allem habe ich am Anfang immer gedacht, ja, ich bin ja schlauer wie die anderen. Mhm. Ich weiß, wann Schluss ist. Ich weiß, wie weit ich gehen kann, ohne richtig Probleme zu bekommen. Und ich habe auch bei vielen von denen gesehen, die dann angefangen haben, wirklich massiv mit Drogen und so weiter. Da habe ich dann gesehen, wie schnell das vorbei sein kann, wenn man wahnsinnig viel Talent hat und trotzdem nicht vorwärts kommt im Leben. Als Boxer, als Sportler. Und ich habe gewusst, ey, wenn ich Profisport anstrebe, dann kann ich gewisse Dinge einfach nicht machen. Weil wenn ich das mache, dann ende ich genauso wie viele von denen einfach als Rausschmeißer in irgendeinem Club oder sonst irgendwas. Und was war dann so der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss das irgendwie hinter mich lassen, so kann es nicht mehr weitergehen, ich muss irgendwas ändern an mir. Also es war eigentlich eher die Erkenntnis in dieser Beziehung mit dieser Frau, mit der ich da zusammengelebt habe. Und nach eineinhalb Jahren oder so habe ich echt gemerkt, das führt nirgendwo hin, diese Beziehung. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, für den Rest meines Lebens praktisch Ersatzvater für ihre Kinder zu sein. Und von ihr kam dann schon immer mehr auch der Wunsch, irgendwie, ja, investier dich mehr in uns als in deinen Sport. Mhm. Und das war für mich klar, das hat keine Zukunft. Ich habe dann versucht, das abzubrechen und bin nicht mehr von dieser Beziehung, von dieser Frau losgekommen. Am Anfang habe ich gedacht, ja gut, ich schaffe das schon. Ja. Aber das hat sich dann echt hingezogen, so über ein ganzes Jahr. Habe das immer wieder abgebrochen und irgendwie hat sie Kontakt aufgenommen und ich habe mich wieder darauf eingelassen. Und vom Kopf her habe ich total gewusst, ey, das führt nirgendwo hin. Mhm. Ich habe es einfach nicht geschafft.
von dieser Beziehung loszukommen, von dieser Frau loszukommen. Und damals haben dann viele Kumpels von mir gesagt, die waren eher Muslime, die haben gesagt, hey, da muss irgendeine Kraft sein, die dich an die Frau bindet. Das gibt's nicht, dass du das nicht schaffst. Und ich habe immer darüber gelacht und habe gedacht, ich schaffe das. Aber ich habe es eben nicht geschafft und das hat mich total zermürbt. Also ich habe jetzt nie gedacht, das ist falsch, wie ich lebe oder das ist schlecht, also wie ich mit anderen Menschen umgehe. Es war eher so, letztendlich vor die Tatsache gestellt zu werden und zu merken für mich selber, es gibt was im Leben, was ich selber nicht schaffe. Und das hat mich innerlich fix und fertig gemacht. Und hast du dann entschieden, du hast ja gemerkt, du konntest die Beziehung nicht mehr abbrechen. Mhm. Hast du dich dann entschieden, so jetzt muss ich bewusst von der Frau weg, also ich muss mir irgendwie einen Rat holen oder irgendjemand anderes mit reinholen? Oder warst du dann noch so stolz, dass du gesagt hast, nee, das schaffe ich alleine? Also so war es mein ganzes Leben. Ich war immer so stolz und gesagt habe, ich schaffe alles allein. Mhm. Und das war aber das erste Mal in meinem Leben, kann ich mich noch genau daran erinnern, das war mit knapp 20 Jahren, 19,5 Jahren, dass ich das erste Mal gedacht habe, ich brauche Hilfe von irgendjemand anderem. Und ich habe gewusst, ich muss weg, erstmal von der Frau, weil sonst komme ich nicht von der los. Ich habe auch gewusst, dieses Umfeld, wenn ich noch länger in dem drin bleibe und den Blödsinn weitermache, dann könnte es auch wirklich problematisch werden. Und dann habe ich das erste Mal meine Eltern um Rat gefragt, weil ich gewusst habe, meine Eltern würden mir helfen. Ja, und die habe ich gefragt, ob sie nicht einfach irgendeinen Platz finden können, irgendwo auf der Welt, dass ich einfach mal weg bin von diesem Umfeld, in dem ich da drin war und auch von der Frau. Und was haben deine Eltern dann mit dir gemacht? Also was für einen Platz haben die für dich gefunden? Ja, ich habe halt gesagt, ja, irgendwas, wo viel Sport gemacht wird, wo junge Leute sind, wo ich mich selber wiederfinden kann. Und meine Eltern, muss ich echt sagen, aus heutiger Perspektive, die haben das schamlos ausgenutzt. Die haben da von irgendeinem Platz gehört, von einer Bekannten, so christliches Freizeitcamp in den Alpen in Österreich. Und haben mir dann davon erzählt, haben gesagt, da sind viele junge Leute, wird viel Sport gemacht. Und ich habe gesagt, ja cool, da gehe ich hin. Und dann haben sie auch so nebenbei so erwähnt, ja das ist was Christliches. Und ich habe halt gedacht, ja gut, gibt vieles was Christliches, wird schon nicht so schlimm sein, geh halt mal hin. Und dann bin ich da hingefahren. Und was hast du da dann gemacht? Also bist du hingekommen und hast gesagt, juhu, hier bin ich? Oder hast du erstmal alles kritisch beäugt und warst so eher die Haltung, ey, hier bin ich ganz schnell wieder weg? Also ich bin da hingekommen und letztendlich wusste ich ja nicht, was das ist. Ich konnte mir auch nichts darunter vorstellen. Mhm. Die haben mir das schon ein bisschen erklärt, aber ich hatte ja nichts mit so Umfeld am Hut und ich hatte keine Ahnung. Bin da hingekommen, habe nur die ganzen jungen Leute, vor allem auch die jungen Mädels gesehen, habe gedacht, cool, da geht richtig was, das wird lustig. Und habe dann die Jugendlichen gefragt oder die jungen Erwachsenen, was sie da machen. Und die haben gesagt, sie sind auf einer Bibelschule hier, so eine internationale Kurzbibelschule. Okay. Und da war meine erste Reaktion schon, okay, bin ich falsch, fahre wieder heim. Aber dann habe ich sofort gedacht, also schlimmer wie zu Hause kann es auch nicht sein, jetzt bleibe ich halt mal da. Und dann habe ich praktisch viel Zeit verbracht mit den jungen Leuten und das hat mich schon fasziniert. Die haben immer versucht, mich mit einzubeziehen und irgendwie was zusammen zu machen mit mir. Und ich habe denen dann so das Boxen beigebracht, weil das hat sie alle fasziniert. Und die haben halt im Gegenzug ständig von dem erzählt, was sie glauben, nämlich von Jesus. Und das hat in mir am Anfang, hat mich das eher gelangweilt oder genervt. Und ich habe gedacht, pff, das interessiert mich nicht, das brauche ich nicht. Ich kenne das schon, als Kind bin ich damit aufgewachsen, aber das brauche ich nicht in meinem Leben. Ja. So war die erste Reaktion, ja. Und dann kam aber irgendwann mal der Wandel oder die Veränderung. Und wie hast du das damals erlebt oder was ist da passiert? Also du hast da nicht einfach so weitergemacht, sondern einmal gab es so den Moment, wo du aufgewacht bist. Wie hast du das erlebt oder wie bist du da hingekommen? Letztendlich war es so, die haben mich halt immer wieder gefragt, gehst mal mit in so einen Gottesdienst, den sie da hatten oder in so Vorträge. Und da bin ich halt irgendwann, dann habe ich gedacht, ja, dann hören sie auf zu nerven, ich gehe mal mit. Bin da mitgegangen und habe am Anfang nicht so viel verstanden, weil das alles auf Englisch war. Und dann hat es mich schon mal interessiert, zumindest zu verstehen, um was es da geht bei denen. Dann bin ich da mitgegangen und dann hat einer Sonntagmorgens, also es war so ein Mitarbeiter von diesem Camp, und den fand ich eh cool, weil er war ein Supersportler. Und so, dann habe ich dem dazugehört und der hat ganz einfach über Wahrheit gesprochen. Und dass dieser Jesus, der sich da in der Bibel offenbart uns Menschen, dass der von sich behauptet, dass er die Wahrheit ist. Und er hat dann einfach nur darüber geredet, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und dann hat er noch gesagt, ob man jetzt auf diese Wahrheit vertraut oder nicht, dass es Auswirkungen hat im Leben hier und auch in der Ewigkeit. Und dass es letztendlich völlig egal ist, ob man das jetzt glaubt oder nicht, was Jesus sagt. Aber wenn es die Wahrheit ist,
dann wird es Auswirkungen haben. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, irgendwie dieses beständige Wiederholen auch von dem, dass es einfach die Wahrheit ist, ganz egal, ob ich das jetzt glaube oder nicht, dass es nichts dran ändert an diesen Fakten. Mhm. Das hat mich wirklich, also innerlich wusste ich auf einmal, das, was der Typ da vorne sagt, da ist irgendwas dran. Und mich hat es eigentlich eher genervt, also ich habe innerlich dagegen rebelliert und bin dann nach einer halben Stunde oder so bin ich da rausgegangen. Ich konnte mir das nicht mehr anhören. Ich habe einfach gedacht, ach, will ich nicht, brauche ich nicht. Mhm. Aber das war innerlich wie so ein Kampf. Auf der einen Seite so mein Stolz zu sagen, ja, ich habe bisher alles allein geschafft, ich brauche keinen Jesus oder sonst irgendjemand in meinem Leben. Und auf der anderen Seite aber irgendwie dieses innerliche Berührtsein davon, ja, und was, wenn das die Wahrheit ist? Dann hat es was mit meinem Leben zu tun. Und dann war ich draußen eine Weile, habe darüber nachgedacht und irgendwann habe ich mich dann einfach hingeknetet, da war es wie so ein Garten davor und habe das erste Mal so wirklich von Herzen gebetet, nicht weil ich halt das musste als Kind oder so, sondern habe mich da einfach hingekniet und habe gesagt, Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt, dann wünsche ich mir das, dass du in mein Leben kommst und dass du mein Leben veränderst. Und wenn du die Wahrheit bist, wenn da was dran ist, ey, dann zeig dich mir, dann mach was. Und das war eigentlich so der Anfang in meinem Leben mit Jesus. Ja. Wo du dann auch, also das hat dich ja eigentlich radikal dann verändert. Also von dem, sage ich mal, schon ein Stück weit egoistischen oder sehr stolzen Menschen, bist du jetzt über die Beziehung, die du auch mit den jungen Menschen dort hattest, hast du gemerkt, da ist was anders und bist eben dort hingekommen, dass du wirklich was innen drin gespürt hast. Was war das für ein Gefühl? War das so Wärme oder wie kann man das am besten beschreiben? Also ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich da so gekniet habe und das gebetet habe, da habe ich auch gebetet, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann vergib mir den ganzen Blödsinn, den ich gemacht habe. Und das war ganz interessant. Vorher hatte ich da nie so drüber nachgedacht oder habe mich nie schuldig gefühlt oder habe das immer versucht zu rechtfertigen, meinen Lebensstil und die Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Aber in dem Moment, da wusste ich, ey, ich habe echt viel Blödsinn gemacht in meinem Leben. Mhm. Und da wusste ich, in dem Moment, wo ich das gebetet habe und gesagt habe, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann vergib mir das. Da wusste ich, meine Schuld, die ist vergeben. Und was ich auch gemerkt habe, ist, es war wie so eine innerliche Leichtigkeit und Erleichterung, wo ich einfach mal auch gemerkt habe, da ist was dran. Und das macht absolut Sinn und es lohnt sich, mein Vertrauen nicht nur auf mich selber zu setzen, sondern zuerst mal auf diesen Jesus zu setzen, auch wenn ich es damals noch gar nicht definieren konnte, was beinhaltet das, worum geht es da eigentlich und was weiß ich. Und es ist ja oftmals so, wir machen viele Fehler als Menschen, wir machen täglich Fehler an unseren Mitmenschen, sage ich mal, werden wir schuldig. Und dieser Begriff schuldig oder Schuld, was heißt das für dich? Also wie würdest du Schuld definieren oder so den Dreck, wie du ihn genannt hast? Ja, es kommt jetzt darauf an, von welchem Aspekt man das sieht. Jetzt, wenn man mal das anschaut, also was Gott sagt, dann ist letztendlich alles Schuld, was nicht den Charakter von Gott selber repräsentiert. Und in meinem Leben merke ich immer mehr, je länger ich mit diesem Gott lebe, wie absolut perfekt und absolut tadellos und absolut ohne jeden Fehler, ohne jeden falschen Gedanken Gott ist, dass er durch und durch Liebe ist und mich immer liebt und wie sehr ich in all diesen Dingen immer wieder versage als Mensch. Egal wie arg ich mich anstrenge. Und ich habe das vorher gesagt, ich habe 5 Kinder, ich bin verheiratet und ich liebe meine Frau wirklich von ganzem Herzen, ich liebe meine Kinder über alles. Aber selbst bei den Leuten, die ich von ganzem Herzen liebe, merke ich immer wieder, hey, ich versage da, die perfekt zu lieben. Ich mache immer wieder Fehler und ich muss mich dafür entschuldigen bei ihnen, weil sonst geht die Beziehung kaputt. Ja. Und also ich merke das in meinem Leben, letztendlich ist einfach, Schuld ist alles, was anders ist wie Gott selber. Das heißt, deine Prioritäten haben sich jetzt eigentlich komplett verändert, von wirklich sowas wie Schuld täglich auf sich zu laden, bist du jetzt, sag ich mal, ein Mensch, der seine Schuld abgeben darf und kann und weiß, dass er mit seinen Fehlern nicht alleine gelassen ist. Ja, so könnte man sagen. So ja, absolut. Sagen. Ja. Und du hattest dann in der Zeit damals noch einige Up and Downs, also nachdem du dort auf dem Tauernhof warst, du warst bei der Bundeswehr, du hattest dann nochmal so Phasen, wo du auch viel mit Mädels oder Frauen, sag ich mal,
rumgemacht hast, wenn man das so nennen kann. Mhm. Und dann kam schlussendlich die Einladung wieder zurück zum Tauernhof als Skilehrer damals von einem Prediger dort. Und dann bist du da zurückgekommen. Und wie war das dann für dich? Also was war das so, sage ich mal nochmal, der Punkt, wo du gesagt hast, da gehe ich jetzt zurück und da will ich jetzt auch hin. Also nochmal wirklich noch konsequent gesagt, hey, jetzt hatte ich zwar nochmal die Up and Downs, Jesus war irgendwie schon da, aber jetzt will ich wirklich auch dahin zurück. Also es war so die erste Zeit in meinem Leben, wo ich einfach auch mal gefragt habe, was will überhaupt Gott von mir? Anstatt nur immer, was will ich von meinem Leben? Und ich habe dann da auch wirklich dafür gebetet, so dass Gott mir das zeigt, was will er denn überhaupt von mir in meinem Leben und so weiter. Und da gab es eben etliche Dinge, die haben einfach darauf hingedeutet, dass das gut ist, wenn ich nochmal dahin gehe. Also in meinem Leben war das einfach so, in meinem Kopf hatte ich so drei Dinge, die ich mir gewünscht habe und habe gesagt, Gott, eigentlich würde ich gern was mit Sport machen, irgendwas würde ich gern Leuten beibringen, weil ich habe das immer gern gemacht, auch in der Bundeswehr als Ausbilder, so Leuten was beibringen. Und das dritte für mich war, ich würde gern mehr über Jesus lernen. So, weil, klar, ich habe schon Bibel gelesen, aber letztendlich hat man es oft nichts gesagt und ich habe es halt gemacht, weil ich gedacht habe, ja, es gehört halt dazu als Christ. Und dahin zu gehen an den Tauernhof hat eigentlich genau diese drei Dinge beinhaltet. Und ich habe gedacht, ja, das ist ja echt genial. Wenn das Gottes Plan ist für mein Leben, das ist ja eigentlich genau das, was ich mir oft auch im tiefsten Inneren eigentlich gewünscht habe. Und von daher war das mal am Anfang total leicht, dorthin zu gehen. Und dann warst du dort und hast du dann auch schon mit neuen Leuten da, also mit Kindern oder Jugendlichen gearbeitet? Oder hast du da auch bewusst schon von deinen Erlebnissen dann erzählt gehabt? Ja, schon. Also ich habe den Leuten immer erzählt. Mhm. Das hat ja so viel in meinem Leben verändert. Und für mich war das immer leicht, darüber zu reden. Also ich hab immer große Klappe gehabt. Und das, was ich denke, zu verbalisieren, das war für mich immer leicht. Und früher habe ich halt viel Blödsinn geredet. Und da habe ich dann einfach gemerkt, ja, mir fällt es genauso leicht, mit Menschen über diesen Jesus zu reden. Und das habe ich dann schon, klar, ich hab oft über Jesus geredet mit Leuten. Damals. Und heute bist du jetzt auch Mitgründer von den Getaway Days. Die Getaway Days sind eigentlich genau das, eigentlich so deine Lebensgeschichte, ein bisschen Menschen oder Personen, junge Leute, Menschen, die gerade auch in so einer Phase vielleicht stecken, so in einer schwierigen Lebenssituation, denen wollt ihr mit den Getaway Days helfen, einfach so eine Auszeit geben, sich mal neu erfahren und auch bewusst, sag ich mal, zu spüren, was es heißt, eine Entscheidung zu treffen, die sich aufs Leben auswirkt. Mhm. Vielleicht kannst du kurz noch zu deinem jetzigen Stand was sagen, was du mit diesem Programm machst. Mhm. Also Getaway Days, wie der Name schon sagt, einfach Tage, um rauszukommen, wegzukommen. Mhm. Und das war ja eigentlich das, was ich persönlich damals erlebt habe und wo ich gemerkt habe, das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also diese Zeit weg aus dem ganzen Umfeld, in dem ich drin war, dort am Tauernhof, hatte keine Ahnung, was es ist, völlig außerhalb meiner Komfortzone. Und da habe ich Gott persönlich begegnen dürfen. Und da ich weiß, dass ganz, ganz viele Jugendliche wirklich in herausfordernden Umständen stecken in ihrem Leben, habe ich immer den Herzenswunsch gehabt, genau solchen Jugendlichen zumindest denen die Chance zu geben, was Ähnliches zu erleben. Und dann haben wir damals diese Getaway Days eben angefangen, wo wir gesagt haben, wir holen die raus aus ihrem Umfeld, die kommen dahin zu uns und wir machen einfach eine unvergesslich coole Woche mit denen in den Bergen, machen die unterschiedlichsten Aktivitäten, Outdoor-Aktivitäten mit ihnen und kombinieren das aber, um mit ihnen über das zu reden, was unser Leben ausmacht, nämlich Jesus. Und nicht in der Form, dass wir machen einen coolen Tag und dann abends müssen sie hinhocken und zuhören, sondern wir nennen das Christuszentrierte Erlebnispädagogik. Also praktisch ganz viel durch Erlebnispädagogik und die Aktivitäten, die wir machen, nutzen wir oder führen dazu, über Parallelen zum Leben mit Jesus zu reden. Und das Geniale ist einfach, die fühlen sich nicht vollgepredigt von uns, sondern wir erzählen viel aus dem Leben, knüpfen Verbindungen zwischen dem, was sie gerade machen und dem Leben mit Jesus und es wird für sie sehr leicht nachvollziehbar, so dass das Leben mit Jesus real wird und anfassbar und greifbar und nicht nur irgendwas Theologisches, Theoretisches, irgendwo, irgendwie, sondern... Dass es jeder auch ganz persönlich für sich erfahren kann. Ja, ja. Genau, ja. Ja, Tobi, das hört sich mega cool an. Und jetzt am Schluss würde ich dich noch gerne fragen, was ist das Wichtigste, was du in deinem Leben gelernt hast und was willst du unseren Zuhörern und Zuschauern noch mitgeben? Ich glaube, eins der wichtigsten Dinge, die ich je gelernt habe, ist,
dass man nie aufgeben darf und dass es furchtbar ist, wenn man resigniert oder gleichgültig wird gegenüber irgendwas oder irgendjemand. Und in meinem Leben merke ich ganz arg, ein höheres Ziel im Leben zu haben, hilft mir, nicht gleichgültig zu werden gegenüber der Gesellschaft, gegenüber anderen Menschen, gegenüber meinen Mitmenschen und einfach vorwärts zu gehen im Leben, im Vertrauen auf Jesus. Das ist letztendlich das, was, ja, das kann ich jedem nur Mut machen dazu. Das ist das Beste, was es gibt. Also sein Fundament auf diese, sage ich mal, dieses höhere Ziel zu setzen und zu sagen, Herr Jesus, das ist mein Grundstein, darauf baue ich alles. Ja, genau. Einfach mein Leben auf Jesus Christus zu bauen und von ihm gebraucht zu werden, um anderen Menschen zu vor Augen zu führen, wie genial ein Leben mit ihm ist. Ja. Und wie viel Sinn das gibt und wie viel Lebensfreude und auch wirklich Mut, Schritte zu wagen im Leben, vorwärts zu gehen. Ja. Und es ist auch eine Hoffnung. Ich meine, es kann jeden Tag vorbei sein mit unserem Leben hier auf der Welt. Ich denke immer so, das geht so schnell rum, das ist so zeitlich begrenzt. Mhm. Und ich finde es toll, wenn man seine Ressourcen oder das, was man in seinem Leben erfahren hat, so weitergibt wie du, Tobi. Von daher schon mal vielen Dank, dass du hier Gast warst. Und jetzt noch am Schluss, wo findet man dich oder wo kann man noch mehr über dich erfahren, wenn jetzt hier ein Zuhörer oder Zuschauer noch mehr über dich wissen will? Ja, du kannst mir einfach anrufen. Oder mittlerweile gibt es auch eigene Website unter www.tobiasklei.com. Da kann man zum Beispiel verschiedene Predigten und Inputs anhören von Konferenzen und Veranstaltungen, wo ich gesprochen habe über Jesus. Da kann man Instagram, Facebook. Ja, die ganzen Social-Media-Plattformen am Start. Genau. Ja, also dann noch kurz. Du hast auch noch ein Buch geschrieben, Der Möglichmacher. Also das ist ein super Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Einfach reinschauen und mehr lernen über den Möglichmacher. Tobias, herzlichen Dank, dass du hier in meinem Podcast 5 Question Friday warst. Du hast echt eine wirklich inspirierende Geschichte mitgebracht und ich denke, das mit am wichtigsten. Und ich möchte dir Danke dafür sagen, dass du hier warst und ja, ich freue mich, wenn wir mal wieder vielleicht hier ein Gespräch führen. Alles klar, Silas. Hey, vielen Dank. Macht's gut. Ja, also an dieser Stelle, wir sehen uns beim nächsten Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss.